Tag, Servus und hallo, yes. Und herzlich willkommen zurück zu... Du stehst direkt vor mir und verdeckst meinen kompletten Charakter. Schämst du dich eigentlich? Dich kann man nicht verdecken. Hast du dir schon mal deine Oberarme angeguckt? Warte, ich schau mal schnell. Oh Gott. Ja, stimmt, habe ich. Die sind sehr einschüchternd. Ja. Krass. Nee, aber selbst die hast du verdeckt. Dein Bart ist einfach zu lang geworden mittlerweile. Der ist sexy. So, wir sind nochmal kurz zur Base zurückgegangen und haben, ja, was haben wir gemacht, Fee? Hm? Wer hat was gemacht, hm? Fee, was wurde denn getan? Während ich also in der letzten Gassi Folge habe ich mich ja wirklich... Hör jetzt auf! Man zielt nicht auf Leute hier. Geh weg! Wie die Kinder. Bisschen, ja, schlimm. Genau, ich habe mich ja in der letzten Folge sehr, wirklich komplett über diesen Bauplan gefreut. Ich bin schier ausgetickt. Und das haben wir jetzt natürlich gleich in die Tat umgesetzt und uns hier beide eine schicke, legendäre Pistel gebaut. Die ein Drittel besser ist als die davor. Von dem her kann es jetzt eigentlich nur noch bergauf gehen. Eigentlich war ich kurz Gassi, kam wieder und dann hast du kleinlaut zugegeben, dass du gerade 100 Paul-Öl, über 300 Metallbarren und sonstiges ausgegeben hast. Dann haben wir für mich noch eine gebaut. Und für diese Aussage werde ich nach dieser Aufnahme dermaßen eine Klatsche kriegen. Ja. So, wir müssen noch Eier ausbrüten. Ich habe mir extra für solche Szenarien schon eine gusseiserne Pfanne organisiert. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ja. Kriege ich auch eins? Vielleicht besuche ich dich die Woche doch nicht. Nö, eigentlich nicht. Wie nö? Ach nee, komm, wenigstens dieses einsame, gefrorene Ei hier. Was? Du kriegst es da oben auf dem Pult. Ich will das. Na. Was ist denn auf dem Pult? Was? Da oben. Da oben. Was ist denn da oben? Das, was so hochgestellt ist. Das, was schräg ist. Ach, das da oben. Mann, das ist kacke. Das ist nur ein heißes Ei. Na gut. Wow, ein Foxbugs. Da warst du jetzt aber besonders großzügig. Ja, komm. Nimm das gefrorene Jumbo-Ei. Yes. Danke. Und? Oh, hatte ich noch gar nicht. Cool. Ein Sibelix. Ich wollte gerade sagen, gibst du uns auch noch irgendwie eine Antwort, was das ist, oder? Aber es hat Faulpelz. Ja, passt ja. Sag mal. Gleiches zu gleichen. So, ich habe kurz Amazon aufgemacht, mir eine zweite Pfanne bestellt. Wieso? Reicht eine nicht? Bei den Oberarmen wird ja wohl eine Pfanne reichen, um mir eine runterzuhauen. Ich bitte dich. Dein Kopf in die Mitte, Pfanne links, rechts. Nee, da reicht eine nicht. Jetzt habe ich alle abgerissen. Naja, YOLO. Ja, hast du geweint, während du abgerissen hast? Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, wir haben schon wieder so 6 Eier oder so, aber dann machen wir einfach dann nochmal eine Session. Ich bin zufrieden mit dem, was rauskam. Wir haben einen Marmorrest und sowas. Das ist gut. Okay. Dann war jetzt unser Plan für heute, dass wir hier eine neue Basis eröffnen, denn wir brauchen Kohle, ne? Wir haben fast keine von diesen hochwertigen Barren. Das heißt, wir brauchen Kohle. Was brauchen und wir? Dazu Kohle? Soll ich es nochmal wiederholen? Mit K? Ole? Ja. Okay. Ich reiß mal schnell... Nee, willst du die Schwefelbasis abreißen, oder? Nö. Schade. Mhm. Dann mache ich das mal schnell und du schaust bitte, dass du genügend Materialien dabei hast, dass wir auch wieder eine neue bauen können. Ich bin schon dabei. Ich sag ja nur, du bist oft ein bisschen vergesslich und deswegen ist das jetzt auch wichtig, dass ich das mal erwähne. Ist das jetzt dein Versuch, dich an mir zu rächen für meinen Einstieg? Warte mal, die Pfanne kommt morgen. Nee, ist noch nicht mein Versuch, mich zu rächen. Alles gut. So, also ich hoffe, ich lese das jetzt richtig. Ich habe jetzt 8 Holz, 3 Stein und 1 Palladiumstück. Palladium. Ist das richtig, Fee? Ich habe jetzt nicht deinen Bildschirm gesehen, aber wenn du die Zahlen beherrschst, dann könnte das richtig sein. Ja, ich dachte, ich beherrsche die schon mal. Und irgendwie hatte ich dann zu wenig dabei. Jetzt brenne ich schon wieder. Diese Basis hier regt mich so auf. Ja, das müsste richtig sein. Möchtest du die Paulbox zurückbauen? Yes. Guti. Ich brenne, habe hier keinen Rückzugsort mehr und bin hier in der Botanik. Ich fühle mich gut.
Ich überlege fast, ob ich respawnen soll. Ne? Das dauert mir jetzt, glaube ich, hier ein bisschen zu lang. You get it. You get it now. Ich respawne. Mhm. Tschüss, ihr Lappen. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt hier? Wie konnte ich denn jetzt das Stein verlieren? Echt jetzt? Hör doch einfach nicht zu. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Tja. Ich bin Profi. Guti, bist du ready für den Aufbruch? Ja. Also nein. Doch. Okay. Wenn du mir nicht vertraust, weißt du? Ich habe eine Aufgabe von dir bekommen und dann habe ich sie erfüllt. Sehr gut. Was war die Aufgabe nochmal? War das unterschwellige Kritik? Okay. Ja, nee, war es. Okay, ich porte dann schon mal, ne? Ja, dann zu besagter Stille. Mhm. Okay. Da würde ich direkt auch den... Wie schnell du jetzt da warst. Ja, ne? Als würde ich dir nicht zuhören, wenn wir vorher Dinge besprechen, was in der Folge passiert. Also. Würde ich direkt mal hier reingehen und den Boss klatschen. War das auch besprochen? Weil ich höre ja zu. Wie viel Powersaft hast du mitgebracht von deiner Mission? Wie viele Pfannen hast du bestellt? Hm? Hör jetzt auf! Das ist eine Aufgabe, Paulsaft holen, während ich Gassi war. Was war das Resultat? Du hattest 20 Paulsaft. 20 Paulsaft sind gut. Ich bin zu Fuß auf der Map rumgeschlichen. Ja, wir hatten auf jeden Fall danach 20 Paulsaft und du hattest eine Waffe. Ich will so kassieren dafür. Oh Mann. Ja, wärst du. Also ich bin so ein guter Gamer, ne? Ich habe die ganze Zeit Headshots gemacht hier. Du siehst doch gar nicht, ob du Headshots machst. Du siehst es doch gar nicht. Doch, das ist am Sound, höre ich das. Am Sound? Mhm. Wusstest du das gar nicht? Ich glaube, wahrscheinlich habe ich noch nie einen Headshot gemacht, weil ich höre hier keinen anderen Sound. Sehr gut. So. Was war das denn für ein erkläglicher Versuch? Das war eine blaue. Hat ja nicht jeder 1000 rote. Ich besitze 5 rote Terrasphären. 5. Anfang der, wo wir hier angefangen haben aufzunehmen heute, waren es 4. Eine habe ich in der Truhe gefunden. Wie viel besitzt du? Möchtest du welche haben? Ist das so ein unterschwelliges Gib mir bitte? Nein, aber dafür gehören als alle Eier mir. So. Hast du gerade die Arme verschränkt und bockig geguckt? Ja. Bitte. Echt? Ja, guck mal hier, die haben wir noch nicht, oder? Nee. Sag mal, du hast schon die gute Waffe, oder? Du machst ja gar keinen Damage. Nur weil ich halt nicht so viel in Damage gesteckt habe. Wenn du dem jetzt... Boah. Wenn du dem jetzt zwischen die Augen schießt, dann hörst du doch so einen anderen Sound. Das ist ein definitiv... Oh Gott, es blinkt! Hilfe! Es will mich! Oh mein Gott! Oh, cool. Was? Was? Sorry, ich war abgelenkt. Ich wollte sagen, wenn du den Panda zwischen die Augen zielst und dann schießt, dann hörst du so ein bisschen leicht anderes Geräusch. So laut habe ich den Sound nicht auf mein Öhrchen, dass ich das hören würde. Okay. Dann hast du wirklich noch nie einen Headshot gemacht. Guck mal, da ist eine Elisabeth. Machst du die bitte? Vielleicht lass sie mal dieses Zepter fallen. Mich würde dieses Zepter ja schon enorm interessieren. Ich habe das Ei geholt. Du machst den noch Rest. Nie. Ach komm, komm, du hast schon doch hier ein bisschen Du hast doch so viel Lack heute. Komm. Ich brauch dich gar nicht. Hey, hast du sie gerade eingetütet? Was machst du eigentlich? Ja, ich habe sie auch runtergehandelt, also. Du hast ja, hä? Du hast sie runtergehandelt. Ich hab 5 Honig bekommen. Sag mal, wie viel Leben hatte sie noch? Keine Ahnung. Sie runtergehandelt. Ich komme mal runter. Willst du allein weiterspielen? Brauchst du mich überhaupt noch? Nee, hab ich doch gerade gesagt, brauch die nicht. So, wo jetzt hin? Kommt ein bisschen blöd, wenn du direkt danach fragst, wohin, ne? Hm. Oh, da ist was Grünes. Was Grünes.
Wir brauchen dringend ein neues Flugobjekt. Das ist wirklich ein bisschen langsam. Flugobjekt? Guck mal, Blazehole faulenzt. So geht es aber nicht. Ich glaube, wir müssen so eine Kuppel bauen hier, ne? Wie eine Kuppel? Na, wie heißt das Ding? Hier. Aufsichtskanzel. Von hier aus kannst du Pauls im Lager Aufgaben zuweisen. Überarbeite sie nicht zu sehr. Wahrscheinlich brauchen wir das, um den Leuten zu sagen, wo sie arbeiten sollen. Könnten wir mal testen. Habe ich noch nie probiert, was diese Kanzel bringt. Anscheinend kann man ihnen dann sagen, sie sollen ein bisschen aufs Gas drücken, wenn sie beim Arbeiten, aber... Würde ich erst machen, wenn wir Salat haben. Machen wir die Wibbelix jetzt. Nee, die ist Level 40. Da würde ich noch nicht reingehen. Wo bist denn du schon wieder hin? Wir sind doch voll stark. Wir haben jetzt die stärkste Waffe... Wir haben jetzt die stärkste Pistole, die man haben kann. Das stimmt. Na siehst du. Hast du etwa Angst? Ja, auf hier so positiv gestimmt zu sein. Hast du Angst? Boah. Da würde ich so gerne im Blick sehen. Es ist immer noch diese... Nee. Hm? Ja? Es ist wirklich schwierig. Es ist diese Mischung aus Fassungslosigkeit, Revue passieren lassen des kompletten Lebens bisher und... Dieser Moment, wo ich mir immer denke, wo habe ich dich nochmal kennengelernt und warum war ich da zu diesem Zeitpunkt? Ist es dieser Blick wie bei dem, und du riechst am Sattel-Sound, den wir gemacht haben, an dem Short? Ja, es kommt hin, so ähnlich. Ja? Der Blick war awesome. Also, der war so richtig, wenn du sehen willst, wie jemand innerlich stirbt, das ist der Blick. Das stimmt, aber es war noch nicht ganz so. Also es wäre noch schlimmer gegangen, ehrlich gesagt. Also demzufolge, was da in mir vorgegangen ist, dem hat der Blick nicht, wie soll ich sagen? Ich will mich immer zu kompliziert ausdrücken. Nee. Ne? Also wenn ich den Blick gehabt hätte, was wirklich in mir passiert ist, dann hätte ich deutlich anders ausgesehen. Dann wäre ich auch nicht mal auf diesem Stuhl gesessen. Also das war so kurz vor... Flucht. Das war Fluchtreflex, der da in mir ausgelöst wurde. Ja, du hast doch direkt den Stream beendet, ne? Also. Stimmt. Ich habe mich nur nochmal zurückerinnert und mich gewundert, warum ich den nochmal weitergemacht habe eigentlich. Das hätte ich doch als... Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Du hättest die Red Flag erkennen müssen, als ich zu dir gesagt habe, du riechst am Sattel. Oh Mann. Ich hätte damals die Red Flag erkennen müssen, als du zu mir gesagt hast, hallo, ich bin Angelina und du... Da hätte ich schon sagen müssen, nee, mit dir nicht. So wie damals die Pinguin zurückgeholt hast. Nee, so geht das nicht. Guti, ich hab den Punkt gespottet, ne, wo wir hin müssen. Das ist doch irgendwie, haben wir das doch schon wieder schlecht aufgeteilt. Jetzt hast du den Punkt, du bist da, ja? Ich bin hier schon wieder irgendwo lost. Aber ich habe die Baumaterialien. Ich dachte, du folgst mir halt. Ich weiß nicht, warum du schon wieder irgendwo falsch abgebogen bist. Na, so wirklich abbiegen würde ich das jetzt nicht nennen, was passiert ist. Ja, du hast halt wieder wie immer irgendwo... Sag mal, du bist falsch. Dreh dich bitte 180 Grad und komm zu mir. Ich gebe es ungern zu, aber in der Hinsicht brauche ich dich jetzt wirklich mal. Also, weißt du, nicht unbedingt, aber das, was du in deinen Taschen mitführst. Ja, genau. Ich fühl mich wirklich ein bisschen... Ein bisschen traurig. Ja, jetzt auch noch die, ne? Tränendrüse zu drücken. Weil ich bin hier anscheinend so gar nicht mehr wichtig. Und ja, Ü50 nett sucht, Leute. Wenn ihr die das hier gucken, ne? Ihr wisst, ihr versteht den Aufruf. Ich bin einsam. Wenn ihr auch den Münchner Merkur abonniert habt. Ich habe aber jetzt hier was zum Lesen gefunden. 12.3. Oh, schön. Ja. Guck mal, lese ich mal nach vorne, ne? 12.3. Das macht mir Freude. Notizen, ich weiß. Eines Schiffbrüchigen. Nach einem langen Marsch erreichte ich irgendwann den Turm. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich um ein Bauwerk der antiken Zivilisation. Sein Zweck bleibt jedoch unklar. Ähnlich wie von Palliumerz scheint auch vom Turm irgendeine Energie auszugehen. Als ich ein Monument im Inneren des Turms berührte, wurde ich plötzlich in einen seltsamen Raum befördert. Darin befand sich ein kolossaler Paul, der von einem Menschen kontrolliert wurde. Ich rannte nur noch um mein Leben und fand mich schließlich außerhalb des Turms wieder. Weichei. Feigling. Hätte Spaß. Ah, der Arme.
Der hat es in seiner Not, hat er das gerade noch verfasst hier, den Artikel. Hätte auch hier sich natürlich stellen können. Mann, wo bist ja, gut, du denn? Das ist wie mit uns damals, ne? Wenn du halt einfach merkst, du bist chancenlos, musst du die Flucht ergreifen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man auch mal das weitersucht, ne? Man muss sich nicht immer der Herausforderung stellen, beziehungsweise gegen zu viele ankämpfen, ne? Da gebe ich dir absolut recht. Ja. Siehst du mich? Gott sei Dank, weil ich... Siehst du mich? Senkrecht abgestürzt. Ja, ich sehe dich. Okay. Und nur mal fragen. Hitzeresistente Fellrüstung, Bauplan 2. Was ich mache? Lol. Sie ist ja jetzt nicht so geil wie das, was du gefunden hattest, ne? Das stimmt, das stimmt. Dass ich von uns natürlich immer den besseren Loot finde, ist ja eh außer Frage, ne? Ja. So, hier willst du jetzt eine Base aufbauen, ja? Wo soll ich denn hinbauen? Ja. Stell dich mal bitte dahin, wo ich die Powerbox hinstellen soll. Also ich persönlich würde sie hier hinstellen, wo ich gerade bin. Gut, dann geh mal weg. Geht nicht. Sehr gut. Sie steht wunderbar im Boden. Nice. Genau, also hier haben wir immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Erz, was schon mal nice ist. Und hier hinten gibt es noch ein paar Kohledinger, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ja, Kohle 6, brauchen wir ja dringend, ne? Dann theoretisch, ich weiß halt nicht mehr, reicht es hier? Guck mal, dieser letzte Kohlebrocken ist so, weiß ich nicht, 3/4 innen und 1/4 außerhalb des Kreises. Meinst du, das geht dann noch, oder? Dass die das peilen, meine ich, mit dem Abbauen? Ja, ich glaube schon. Aber ich kann auch gerne noch mal ein Stück versetzen, wenn du willst. Ja, kostet ja nichts, dann mach noch irgendwie einen Zentimeter, ja, einen Zentimeter nach links oder so. So einfach. Ist halt jetzt die Frage, ob wir hier auch eine Basis aufbauen wollen, die mit Pauls bestückt ist, die dann hier die Arbeit machen, oder ob wir nur herkommen für selber farmen. Ich würde ein paar Pauls reintun. Ist jetzt schon ein Zentimeter, ich weiß nicht wie. Ja, das passt schon. Nee, guck mal, ich muss so weit zurück. Das ist alles, da war es kurz. Nimm mal, warte mal. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht meiner. Geh mal einen Schritt weg. Jetzt geht's auch. Ist das jetzt näher? Ja. Geh mal gucken, bitte. Ich sehe es erst, wenn du es gebaut hast. Ich bin ja bei am Bauen. Also. Effizient. Ja, sieht gut aus. Also der eine ist, die Kohle ist drin und die Erzklumpen, glaube ich. Ja, die Kohle ist wichtiger. Oder? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich würde hier einfach eine Kiste hin tun und mal ein paar Pauls reinschmeißen. Ich meine, warum nicht? Und dann kommen wir auch immer mal wieder her und bauen es halt mit der Hand ab. Futtertrog? Okay, wir brauchen Holz. Hast du noch eine Axt? Ich habe meine, glaube ich, schon. Ja. Kannst du noch ein bisschen Stein ranbringen? Ein bisschen Stein irgendwo? Ich glaube, für eine Truhe brauchen wir auch Stein. Nee, bis ich das jetzt gefunden habe. Ich porte zurück, oder? Warte, ich guck mal, was brauchen wir denn für eine Truhe? So, da ist schon mal Futtertrog. Und eine Truhe, eine Kiste. Wo ist denn Kiste? Da ist Kiste. Wir brauchen 5 Steine, oh, wie ärgerlich. 5 Steine? Nee, keine Ahnung. Also, hier ist kein Steinvorkommen. Okay, ich gehe kurz zurück. Ich habe so vielen schweren Loot jetzt wieder bei mir, weil ich ja so viele Kisten gemacht habe. Wie das jetzt bei uns hier fast so ein Wettkampf ist, ne? Das ist. Ich wollte es ja nur sagen. Mhm. Ja. Nee, aber du musst dich hier wirklich nicht, ne? Alles gut. Du bist weiterhin der unangefochtene Lootmeister. Das passt schon. Das war auf Aufnahme, ne? Ist dir klar. Ja, ich weiß. Ist mir auch nicht leicht gefallen, es zuzugeben, also, aber. Ich weiß nicht, vielleicht geht's hier was viele? Ich glaube, die Leute haben jetzt schon über 40 Aufnahmen hinweg festgestellt, dass du deutlich mehr Loot nach Hause bringst als ich. Muss ich jetzt auch was Nettes sagen?
Ja, bitte. Ach komm. Du hast starke Oberarme. Ach komm, sag mal. Das hat jetzt aber nur mit meinem Charakter hier in-game zu tun. Das hätte ich jetzt nicht hören wollen. Ich sitze gerade da wie ein kleines Kind, mit beiden Händen aufgestützt auf die Wangen und mache einen Augenaufschlag, ne? Also jetzt überleg dir was Nettes. Bring mich nicht zum Weinen. Wo kommst du denn jetzt her? Liebe Leute, die Folge ist vorbei. Wir wünschen euch noch einen Du schönen kleiner. Tag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Du Oder eine kleiner. Schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Es ist doch wirklich.